Moin Freunde, was geht ab und endlich geht's weiter in... Okay, nochmal. So, 3, 2, 1. Jo meine Freunde, was geht ab und endlich geht's weiter in Breaking Point. Wir gehen mal rein in Kapitel Nummer 9 und wir sind nach dem Rennen Zahnfahrt, das haben wir eh schon gesehen. Aber trotzdem, ich freue mich wirklich extrem, abonniert unseren Channel gern, falls ihr... es werden wieder mehr Videos kommen. Ah, das kennen wir eh schon. Deswegen bin ich noch umso gehypter, das kennen wir auch schon alles. Wir gehen direkt ins nächste Kapitel. Ich bin gespannt, wir sind im Kanada Grand Prix. Was ziemlich weird. Ah, nein, Blödsinn, wir haben ja wieder neu angefangen. Zandvoort wäre ja jetzt wieder am Anfang gewesen, ist ja wieder alles geändert worden. Deswegen bin ich umso gehypter, wie es jetzt weitergeht in unserer Serie. Abonniert unseren Channel gern kostenlos, lasst unbedingt gerne einen Daumen hinein. Schaut auch gerne auf TikTok vorbei. Los geht's! Während dem Rennen, also wieder ein Szenario. Ich mag die Strecke extrem. Oh nein. Oh nein. Obwohl ich den Wind drin hab. Hast du gehört, Kasper? Lass Jackson bitte vorbei. Nein, Mann. Ich verstehe nicht ganz. Ich verstehe nicht ganz. Oh nein. Dir, nein, das kann nicht gut gehen. Er ist nicht nah genug. Komm schon, Kasper. Das war aber nah. Ja, jetzt fährt er vorbei. Müssen wir jetzt entscheiden, ob wir ihn vorbeilassen oder nicht? Kasper, sei jetzt nicht so. Er ist nicht schneller. Die Anweisung kommt vom Team. Jetzt müssen wir ihn entscheiden, ob wir ihn vorbeilassen oder nicht. Das ist natürlich ziemlich cool. Nein, wisst ihr was? Wir lassen ihn nicht vorbei. Lass Jackson nicht vorbei! Das heißt, wir müssen... Ach, Kanada ist jetzt nicht so eine Strecke, wo ich so besonders gut bin. Aber Jackson klebt ordentlich dran, Halleluja! Das ist eigentlich mit Absicht eine Provokation! Ach, das feier ich schon wieder ein bisschen. Also wir müssen jetzt gucken, dass wir uns Jackson vom Hals halten. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 2. Also ich habe schon aufgehört mit dem Last Jackson vorbei. Na, Jackson schon eine Sekunde draußen. Nein, aber das ist natürlich, das ist cool, wir müssen natürlich auch auf uns schauen. Also wir müssen auch, dachte doch zuerst, wir haben alte Reifen, also werden wir Jackson vorbeilassen müssen. Aber wir sind doch anscheinend auf der gleichen Strategie. Ja, wäre schon cool, wenn wir so als Duftmarke jetzt noch Norris uns catchen würden. Okay, da sind wir gut rauskommen. Ich würde echt gern wissen, was die für Setups benutzen. Das Auto lässt sich so verdammt gut steuern. Das ist echt ein Traum. Also das ist im Breaking Point echt ein Traum. Lila, komm. Alter, das sind ja alle jetzt auch Leclerc ganz nah dran. Wäre ja schon cool, Top 5. DRS, komm. Ja, geht ja. Zack. So, jetzt sagen wir uns hier Nori dran. Ich habe leider kein DRS mehr. ES mehr. Das ist natürlich jetzt nicht so gut. Okay, das war nicht. Das war genauso wirklich gut. Ich wollte natürlich nicht hinten drauf fahren. Nein, nicht mehr so schnell. Nein, Spaß natürlich. Ich bin natürlich ein Riesenfan und ich hätte auch gern mit Aiden fertig gefahren, um ehrlich zu sein. Ich bin jetzt nicht der größte Fan von Ackermann. Wir müssen halt das Beste jetzt draus machen und mit ihm hier uns arrangieren. Und Leclerc wäre schon noch cool. Ricardo noch bei Renault. Okay, also passt noch nicht ganz. Wir sind dann. Hä? Da stimmt was nicht. Also wenn wir schon in der 21er Season sind, dann wäre Ricardo nicht... Na, das ist mir klar ein Blödsinn. Sorry, ich ruder zurück. Ich habe die Settings ein bisschen zu hoch eingestellt und bei mir sieht orange ein bisschen gelblich aus, aber Norris hat die gleiche Farbe. Deswegen muss ich zurückrudern. Sorry, natürlich. So, wir kleben hier auch schon an Leclerc dran. Immer geht uns hier die Puste aus. Haben wir den Mann geditscht? Nein.
Okay, wir waren noch gerade erst frisch in der Box. Und ey, oh, ich merke jetzt schon, da geht's wieder ab. Nach dem Rennen wird's wieder eine fette Diskussion geben. Dass wir ihn vorbeilassen hätten sollen. Aber da freue ich mich natürlich schon auf den Beef. Weil ich genau weiß, dass es da fette Diskussion geben wird. Jetzt sind wir auch an Leclerc dran, mit DS, den könnten wir uns auf der Geraden schnappen und Ricardo dann auf Start und Ziel. Nein, Spaß. Leclerc hier noch in der Haarnadel. Den schaffen wir in der Haarnadel. Oh, fuck! Okay, ich muss respawnen, das wäre natürlich unfair gewesen. Ach, verdammt, das wäre so schön gewesen, aber ich habe mich hier ein bisschen verbremst. So, und zack. Boah, da muss aber auch... Ey, Alter! Wir sind doch eine Sekunde... Also, weniger als eine Sekunde hinter Ricardo. Das bedeutet, der spendet uns hier mal eine Runde DS. ES drehen wir mal ab. Vielleicht kommen wir da jetzt mal... Nach, natürlich nicht. Und da kommt Leclerc zurück. Da kommt Leclerc zurück! So, zack, zack. Ja, das war okay. Ja, Ricardo, erste Kurve. Doch. Wir kommen hier schön dran. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Oh, das war sehr, sehr, sehr hardcore. Und jetzt. Okay, jetzt hat er sich da. Da wollte ich zu früh zumachen. Da schenken wir Aiden sogar noch. Nein, schenken wir nicht. Der hält alle auf. Wir haben da eine halbe Sekunde gut gemacht. Ja, und Aiden so, ich bin viel schneller. Nee, ist er nicht. Halt der Aiden hinter dir. Und das haben wir erfolgreich geschafft. Wir haben es geschafft, Aiden zu zeigen, dass auch der alte Hase noch Skill hat. Das wäre auf jeden Fall. Es wird so eine fette Diskussion geben. Aber... War sogar nur noch 2,6 Sekunden von Bottas weg. Da wäre noch mehr gegangen, wenn Aiden, wenn hier Herr Kasper nicht so langsam gemacht hätte. Das Kapitel leider wieder sehr, sehr kurz. Ich überlege auch eine zweite, aber dann wird es wahrscheinlich wieder ewig dauern. Deswegen werden wir immer nur ein Kapitel machen. Dafür kommt es jetzt daily. Also ich werde auch morgen direkt die nächste Folge und übermorgen direkt, weil ich habe schon eine neue Karriere geplant. Eine Fahrerkarriere für eine ganz spezielle Person. Deswegen werden wir... Das Ende des Rennens. Wir sehen uns im Park. Ich habe schon eine Angst davor, was nach dem Rennen passiert. Das kann eigentlich nur schlecht ausgehen, aber wir werden uns natürlich der Konfrontation stellen. Martin hinter den Kulissen vor sich geht. Die Rivalität zwischen diesen beiden Fahrern will nämlich einfach nicht enden. Ja, wie viele Punkte da wohl noch verschenkt werden? Ich glaube, Aston Martin hat ein Problem, das unbedingt gelöst werden muss. Ich weiß nicht wie, aber sie müssen etwas unternehmen. Vor allem, wenn man bedenkt, was letztes Jahr in Mexiko passiert ist, als die beiden sich gegenseitig aus dem Rennen gekegelt haben. Wie Jackson? Lange noch, bis sich das wiederholt? Nein, das ist Jackson, ja. Ja, Stefan, es gibt da eindeutig ein Problem. Ja, es gibt eindeutig ein Problem. Aber das wird sich hier bald selbst lösen. Wir werden ja den Rennstall, denke ich mal, Ende der Saison verlassen. Deswegen wird sich das Problem wahrscheinlich von selbst lösen. Hamilton hier gewinnt davor Verstappen und Perez. Eigentlich ein gewohntes Bild. Perez statt Perez Bottas, aber sonst... Also heuer, ja. Kann man eigentlich schon so sehen, ja. Teilweise ist es fast genau so ein Podium. Also wenn der Bottas mal schwächelt... Siehe Baku. Okay, da hat auch Hamilton geschwächelt, trotzdem. Und wir machen auch Werbung seit neuestem für Obi, weil das Tee nicht hält. Ja. Oh nein. Was war das? Oh nein. Hey! Lass mich. Lass mich. Nein! Du wirst mir das jetzt erklären! Hau ab! Warum zum Teufel bist halten? Du so? Du denkst, ich bin das Problem? Du lässt mich nicht vorbei. Du sprichst nicht mal mit mir. Du willst Respekt, dann zeig Respekt. So läuft das. Wie Conn sich anstrengen muss. Du musst ihn dir erst verdienen. Und was soll ich dafür tun? Sag's doch einfach. Mir da draußen Platz verschaffen. Was ist dein Problem? Ich versuche zu gewinnen. Oh, und das macht dich besser? Du bist ein Albtraum. Schon okay. Ocon. Ehrenmann. Ehrenmann. Naja. Lange musst du es mit mir nicht mehr aushalten. Was soll das schon wieder heißen? Ich hab die Schnauze voll von diesem Mist. Ich hör auf. Du, was? Ich werde zurücktreten. Was?
Was? Kaspar! Oh nein. Kaspar! Das ist sicher Butler, oder? Ach, doch nicht. 10.000 Views. Gut gemacht, mega gemacht. Und es geht viral. Und das ist natürlich nicht so gut für unser Team. 2 Wochen später in Österreich. Geht's direkt weiter? Dann werden wir direkt auch hier weitermachen. Ich habe erst 10 Minuten, deswegen können wir uns das mal angucken. Müssen wir wieder? Nein, okay. Oh nein. Insider berichten, die Lager bei Aston Martin. Aiden immer noch sauer auf Ackermann. Und da gucken wir uns rein. Devin. Als Jackson zuerst Martin kam, habe ich gesagt, er ist kein F1-Material. Hat er wirklich das Zeug dazu und wie immer Asi bis zum geht nicht mehr. Box. Trackside. Ackermann wird von seinen arroganten Teamkollegen aus dem Sport geekelt. Ach, come on. Genau das habe ich mir jetzt gedacht, dass das jetzt kommen wird. Das ist natürlich... Okay, das kann... aber... Das Rennen ist auch okay, aber ich will von allem mehr Drama abseits der Strecke sehen. Austrian Grand Prix. Und das sind wir morgen direkt. Abonniert unseren Channel deswegen gern. Lasst doch gerne Däumchen um, dann wir sehen uns hoffentlich morgen. Geht's direkt weiter. Bis dahin, danke fürs Zugucken und ciao. Only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline.